Ja, wir fangen erstmal mit der Rechtecksauswahl an. Wenn man hier einen Bereich entsprechend aufzieht, A1 ist ja noch fest eingestellt von vorhin, hier fest Größe, wenn wir das Häkchen rausmachen, dann können wir natürlich hier entsprechend andere Größen aufziehen. Hier haben wir auch entsprechende Ziehpunkte. Wir haben hier auch an den Seiten die Möglichkeit, das Seitenverhältnis zu ändern. Und wenn wir hier in diesem Modus sind, also ersetzt die aktuelle Auswahl, dann können wir hier natürlich noch weitere Kästchen aufziehen. Es gibt aber noch die Möglichkeit, diese Auswahl entsprechend zu erweitern. Man kann jetzt hier also auch entsprechend eine Auswahl aufziehen und hier ebenfalls. Und dann ist die hier miteinander verbunden und es gibt auch die Möglichkeit, hier entsprechend die aktuelle Auswahl abzuziehen. Das heißt, ich kann jetzt hier entsprechend die Auswahl hier wieder wegnehmen. Ich kann auch hier das in der Mitte machen und dann habe ich hier zum Beispiel so ein Schlüsselsymbol mit dem Farbeimer einmal draufgeklickt, hier in dem mittleren Bereich. Kann ich das Ganze dann noch entsprechend ausfüllen? Ja, den Schlüssel habe ich gelöscht. Es gibt noch weitere Möglichkeiten mit der Rechtecksauswahl, also wieder im Modus Auswahl ersetzt die aktuelle Auswahl und ich habe jetzt hier die Kanten ausblenden aktiviert. Es sieht so ein bisschen aus wie Ecken abrunden, ist es aber nicht. Erkennt man auch daran, dass hier Kantenglätten ausgegraut ist. Was meint also Kanten ausblenden? Man sieht es, wenn ich das hier mit einer Füllfarbe fülle, was hier passiert. Also die Kanten werden hier praktisch ausgeblendet mit so einer Art Verlauf und dadurch kriege ich hier so einen Schein praktisch fast. Ja, Steuerung Z, machen wir es mal wieder rückgängig. Im Gegensatz dazu haben wir hier abgerundete Ecken. Wenn ich hier auch entsprechenden Radius setze, dann sehe ich das dann auch entsprechend. Ich kann hier auch den Radius hier im Nachhinein ändern. Und wenn ich jetzt diese Form fülle, dann habe ich hier also hier entsprechend die Ecken abgerundet. So, was hat es jetzt allerdings mit den Kantenglätten auf sich? Also ich habe jetzt hier die Kanten geglättet. Ich mache das gleiche mal nochmal ohne die Kantenglättung. Und man sieht hier gleich mal hier und dann mit der Füllfarbe. Und wenn ich das jetzt vergrößere, dann sieht man hier, einmal haben wir hier sehr viel feinere Kanten und hier diese Stufen, die werden dann praktisch immer größer, während hier das etwas einen feineren Übergang bekommen hat. Also so viel zum Kantenglätten. Ja, ich glaube, kann jetzt noch auch, wie in dem ersten Video gezeigt, auch die Auswahl fest angeben. Hier muss ich dann halt umstellen auf Größe. Und wenn ich hier die 72x72 habe, dann ist halt nur dieser Auswahlbereich möglich. Ich kann auch sogar die Position entsprechend. Das war zu viel, zu schnell. Das geht aber schnell, ja. Na, sehen wir es noch? Genau, jetzt. Also, so kann man hier dann noch die absolute Position entsprechend bestimmen. Ich weiß allerdings nicht, wo hier der Nullpunkt ist. Der ist wohl links oben in der Ecke. Genau. Also, ausgehend hiervon kann ich dann pixelweise oder je nachdem, was ich hier für Maß eingestellt habe, dann entsprechend die Auswahl verschieben.